Christoph Rosenberger, diplomierter Gesichtsleser. Was bedeutet denn das? Oh mein Gott, was bedeutet das, dass meine Ausbildung genossen hat im Gesichtlesen, in Physiognomik, Psychophysiognomik. Welche Art von Ausbildungen gibt es da? Ach, ganz unterschiedliche. In Österreich sehr wenig, die meisten in Deutschland und in der Schweiz. Gibt's, in der Schweiz gibt es eine Akademie, eine dreijährige, ja. Und es gibt zweijährige Kurse in Deutschland. So etwas geht wahrscheinlich nur mit der richtigen wissenschaftlichen Basis. Was sind da die wissenschaftlichen Hintergründe? Naja, das ist ja das Problem, das die Physiognomik hat, dass sie wissenschaftlich nach wie vor nicht anerkannt ist. Die Mimikgestik ja, die hat es geschafft, aber was Physiognomik betrifft, die nicht. Und darum darf ich also quasi das Wort wissenschaftlich ja gar nicht in den Mund nehmen. Auch wenn die Ausdrucksform nicht unerheblich ist natürlich, aber Physiognomik gilt nicht als Wissenschaft. Noch nicht. Wir leben in einer Welt, Social Media mäßig und auch generell in Medien mäßig, wo sehr, sehr schnell und sehr, sehr direkt kommuniziert wird. Natürlich viel gestellt. Wenn du so ein Instagram-Profil durchgehst, was fällt dir da in den Gesichtern auf? Wie ehrlich wirkt das auf dich? Gut, abgesehen davon, ich gehe keine Instagram-Programme, ich bin auf keinem sozialen Netzwerk, außer bei LinkedIn. Darum gehe ich da nie durch. Aber wenn du das meinst, ja, man sieht natürlich durchaus auch bei Interviews oder bei irgendwelchen anderen Dingen an der Mimik, ob jemand von mir sich das auch denkt, was er gerade sagt oder umgekehrt. Also das kann man schon erkennen, ja, natürlich. Wir sind heute auf einer Veranstaltung für die Hotellerie. Was hat ein Hotelier für den Nutzen vom Gesichtslesen? Dass auch viele Gäste nicht das sagen, was sie sich denken. Nur zwei Drittel der Gäste, die eine Reklamation oder einen Einwand oder irgendetwas haben, erzählen das gar nicht. Die kommen einfach nie mehr wieder. Nur ein Drittel sagt ja, was ihn wirklich stört. Die meisten sagen so. Also, und... genau, und da kann man auch vielleicht die anderen zwei Drittel abholen, die einfach nicht sagen, was sie gestört hat, aber das trotzdem fühlen. Und da man diese Gefühle sieht, das werden wir heute ja, das wird ein bisschen ein kleiner Teil des Vortrags sein, kann man den dann nochmal abholen und sagen, selbst wenn er sagt, ja, war super, ich habe das Gefühl, dass irgendwas doch nicht ganz gepasst hat, wir leben von ihrem Feedback, von ihrem Ehrlichen etc., können uns vielleicht doch sagen, ja, und dann wird er das auch sagen, weil er es ja auch in Wirklichkeit ja auch gefühlt hat. Wahrscheinlich geht es nicht nur um den Gast, sondern auch um den Mitarbeiter. Der ist ja gerade in der Hotellerie momentan ein sehr wichtiges Thema, weil die Hotellerie-Arbeitsplätze, also ich glaube, es gibt kein Haus, das nicht einen Koch im Service und so weiter sucht. Was kann man bei der Mitarbeitersuche quasi mitnehmen oder welche Tipps hast du für jemanden, der gerade Mitarbeiter sucht? Der Mangel. Naja, die Frage, die sich da stellt, ist oft auch, wie sichtbar ist das Haus überhaupt? Und was tut das Haus auch wirklich um, ich rede jetzt einmal unter Anführungszeichen, junge Menschen, die auch einen Beruf vielleicht wählen wollen etc., wirklich anzusprechen? Also es gibt viele Häuser, meines Erachtens sind die besten Rekruter die hauseigenen Mitarbeiter. Und wenn du motivierte, begeisterte, hauseigene Mitarbeiter hast, dann haben die oft im verwandten Bekanntenkreis Menschen, wo sie sagen, du komm doch zu uns, bei uns ist so super. Das tun aber halt nicht sehr viele. Die sagen, ich werde doch nicht meinen besten Freund da reintheatern. Sicher nicht. Also ich kriege mein Geld und das Ding, aber eigentlich überlege ich selber bald zu gehen. Das hängt schon ganz, ganz viel auch damit zusammen, das muss man so sagen, wie Häuser geführt werden. Chefs und Chefinnen nicht gern, weil es dann wieder an ihnen liegt, aber sie sind Gestalter. Wir erleben ja gerade dieses Phänomen des Big Quit, also dass viele Menschen überstürzt und ohne quasi neue Orientierung sich aus aktuellen Berufsverhältnissen lösen. Das dürfte irgendwie so eine Konsequenz auch der Pandemie gewesen sein. Woran erkennt man denn am eigenen Mitarbeiter, an der eigenen Mitarbeiterin, dass es diese innere Kündigung schon gibt?
An persönlichen Gesprächen und am genau hinhören und genau hinschauen. Aber gibt es irgendwelche mimischen, also irgendwelche Signale, Warnsignale? Ja, natürlich gibt es. Es gibt definitiv Einwandsignale, die nicht ausgesprochen werden. Also, dass der an sich einen Einwand hat, der sagt, ja, denkt sich aber nein. Was wäre ein Beispiel dafür? Oder kannst du mir da eine Situation schicken? Das sind sehr kurze mimische Signale, die nicht länger dauern. Die sind zwischen 40 und 500 Millisekunden. Da gibt es ja konkrete Signale. Eine Vielzahl, ich will jetzt gar kein einzelnes rausnehmen, weil dann auch wieder die Frage ist, wie lange sehe ich es im Gesicht? Beispiel jetzt, wenn der die Augenbrauen zusammen und runter drückt. So. Das kann ich auch, vielleicht blendet den jetzt nur die Sonne. Gut, und ich sage, der hat die Augenbrauen zusammen und runter, der will kündigen oder der will gehen. Nein, also da muss man das immer kontextbezogen anschauen, auch mit Clustern etc. Aber dennoch, und auch geschult sein. Ein Signal, das zwischen 40 und 500 Millisekunden dauert, sehen viele gar nicht, weil es zu kurz ist. Also, aber auch das kann man trainieren, das kann man alles üben und dann sieht man sie sehr deutlich. Und dann kann man den da nochmal abholen, indem man sagt, ich glaube, also das ist also ein Zeichen von einer gewissen Skepsis auch, wenn wir haben, kurz, dass da etwas nicht ganz klar ist oder noch nicht ganz verstanden ist. Genau, kommt meine Botschaft überhaupt an beim Mitarbeiter? Entwickelt sich Mimik, Physiognomie, entwickelt sich das von Generation zu Generation anders weiter? Muss man jeder Generation ein bisschen eine andere Mimik zusprechen? Nein, das Schöne an diesen mimischen Signalen ist, dass sie kulturübergreifend und universell sind. Also auf der ganzen Welt. Ja, und damit auch Generationen. Ja, heute wie morgen. Großartig. Und du berätst Unternehmen, Führungskräfte, um da sensibler quasi die Mimik lesen zu können. Um die Physiognomie lesen zu können. Ja, also Physiognomik lesen zu können, wie gesagt, das ist eine jahrelange, sehr intensive Ausbildung. Das geht nicht in einem Seminar von am Wochenende etc. Aber diese mimischen Signale, die kann man sehr schnell lernen. Die sind sehr konkret, die sind sehr präzise. Das kann man gut und leicht schulen. Ja. Danke, dass du heute bei uns bist. Bitte, danke für die Einladung.